seid ein Jedi. Hey Chef, seht doch, da ist ein Jedi. Ihr müsst verrückt sein, hierher zu kommen, während es überall von Imperialen wimmelt. Wir brauchen Hilfe. Commander Nalok sagte, dass ihr vielleicht wisst, wie man die Brücke entriegelt. Die Imperialen haben sie gesperrt. Die Imperialen sind für die Abriegelung verantwortlich? Das soll doch ein Scherz sein. Ihr habt hier wirklich aufgeräumt. Ich bin auf dem Weg hierher nicht auf einen einzigen Imperialen getroffen. Hört zu, wir haben keine Zeit zu verlieren. Commander Nalok und seine Leute werden überrannt. Wir müssen die Brücke entriegeln. Davon hörte ich. Ich würde euch hereinbitten, aber die Abriegelung hat auch unsere Türen versiegelt. Ist denn alles in Ordnung da drin? Seid ihr dort in Sicherheit? Braucht ihr Hilfe, um rauszukommen? Es ist wichtiger, die Brücke wieder unter unsere Kontrolle zu bekommen. Nun wollen wir mal sehen. Was ist mit einem Reaktorneustart? Das würde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren, oder? Ja, aber bei einem Reaktorneustart wird der Technikbereich entlüftet. Wir würden ins Weltall gerissen. Außerdem sind die Steuerungen auf der anderen Seite der Tür. Nee, dann irgendwelche anderen Ideen, die ist ja beschissen. Was könnten wir sonst noch machen, um die Brücke zu entriegeln? Die Sekundärleitungen. Sie sind etwas verteilt, aber wenn ihr sie alle kappt, fährt auch das Sicherheitsprogramm herunter. Dann können wir mitmischen. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir. Weil, dass das Ding entlüftet wird, das ist keine Option. Ich werde die Leitungen sofort kappen. Wir haben keine Zeit, im ganzen Schiff herumzurennen. Wenn wir nicht sofort handeln, werden die Imperialen uns überrennen. Es tut mir leid, Salen. Wir müssen die Brücke entriegeln, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen den Reaktor neu starten. Man wird sich ewig an euch und eure Männer erinnern. Nein, wir sind keine Mörder, aber definitiv nicht. Wir können diese Leute nicht in den Tod schicken. Nicht, solange es eine Alternative gibt. Gut, aber ihr weiht jeden auf diesem Schiff dem Untergang. Manchmal müssen zum Wohl aller Opfer erbracht werden. Nicht, wenn es eine andere Möglichkeit gibt. Wir versuchen, die Leute auf diesem Schiff zu retten und nicht sie umzubringen. Gut, wer bin ich, dass ich mit euch streiten würde? Verrückte Hexe! Die Sekundärleitungen zu kappen wird funktionieren! Das verspreche ich! Wenn ihr es tun wollt, tut es jetzt. Je länger ihr wartet, desto mehr Imperiale werden hinter euch her sein. Ich fürchte keine Imperialen. Nein, also das war doch klar, das war das Ding nicht kappen. Wo müssen wir denn hin? Da, da und da. Na, dann gehen wir so rum. Also echt, ihr könnt doch die Leute nicht einfach sterben lassen, wenn es eine andere Option gibt. Yay! Ein nächster Level Up. Finde ich gut. So, was haben wir da noch? Ha. Dann ist Urk. Besiegen wir doch den gleich noch. Müssen wir ja auch sogar machen, um das eine Teil hier zu kappen. Sekundärleitung. Ah. Hier noch was hinten? Nee. Gut. Das war. Nee, da war nichts mehr. Das war das erste. Jetzt kommt das zweite dann. Doch, da hätten wir wieder was zerstören können, je nachdem. Naja, egal. So, zweites Teil. Und dann noch das dritte. Uiuiui. Wir sind auf Stufe 10 heruntergestuft worden. Was ist das da? Noch ein Wissensobjekt. Ja, cool. Auf Stufe 10 runtergestuft worden, weil wir zu hochlevelig sind hier schon. Anscheinend gibt es hier auch wieder, levelt man auch wieder ziemlich viel. Hey, das funktioniert. Ich kann es mit der Macht sprengen. Das ist auch nicht schlecht. Okay. So, das war's. Und hat es jetzt so lange gedauert? Ich würde sagen, nein.
Das hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber die Sicherheitstüren um die Brücke herum haben sich tatsächlich geöffnet. Die Brücke ist offen und es mussten keine Unschuldigen geopfert werden, um dies zu erreichen. So sieht's aus. Ihr hattet recht. Es tut mir leid. Versteht bitte, dass ich keine Leben aufs Spiel setzen wollte, nur es schien der einzige Weg zu sein, sicher zu gehen. Ich helfe Narlok bei einem weiteren Ablenkungsmanöver. Dann könnt ihr mit weniger Widerstand beim Angriff auf die Brücke rechnen. Mhm. Ihr müsst euch allerdings noch um Eisenfaust kümmern. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Schauen wir mal. Erstmal ein paar Infos über den holen. Das schadet nie. Was wisst ihr über Eisenfaust? Ich kenne Eisenfausts Ruf. Und er hat nun schon lange Groß Moff Kilrans Drecksarbeit gemacht. Er wurde nie gefangen genommen, besiegt oder aufgehalten. Mhm. Euch steht eine schwere Aufgabe bevor. Die Macht wird mir die erforderliche Stärke geben. Seid vorsichtig. Mandalorianer haben immer irgendein Ass im Ärmel. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Genug Zeit verschwendet. Narlok, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Bestätigt. Hier Narlok. Bereit für die zweite Offensive? Korrekt, Commander. Ich stoße zu euch. Alles klar. Wir sollten sofort loslegen. Viel Glück. So. Dann gehen wir zur Brücke zurück und dann besiegen wir mal diesen Eisenfaust. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das spielen wird hier mit der Unterstützung. Jedenfalls ist dieser Unterstützungsdroide, also der haut rein. Da kann man nichts dagegen sagen, also der, mit dem läuft es wirklich ordentlich. Wir bekommen auch eine Bonusmission hier. Danach habe ich vorhin auch schon geschaut, ob es was gibt. War allerdings nicht der Fall gewesen. Jetzt gibt es einen. Wir müssen mandalorianische Kommandos besiegen. Leichteste Übung. Sind auch schon wieder alle umgekippt. Mann, kippen die leicht um. Sonst noch einer da? Nein. Keiner da. Gut, weiter geht's. Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir kommen erst noch durch dieses Deck hier durch. Da finden wir auch genug. Da sollten wir eigentlich auch genug mandalorianischer Dings finden. Für die Bonusmission. Allerdings müssen wir, glaube ich, also wir müssen auf jeden Fall hier durchgehen, da wo wir gerade eben gewesen sind. Allerdings,
schaffen wir dann die Bonusmission nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier erst noch ein bisschen aufräumen. Gab es hier nicht auch irgendwo noch eine Truhe oder sowas? Nee, anscheinend doch nicht. Ah, da ist noch einer. Naja, nicht mehr lange. So, dann noch die hier. Naja, doch. Wie viel fehlen jetzt noch? Einer noch. Ach, nehmen wir doch einfach den hier. Der ist gerade so schön alleine hier. Sehr schön. Abgeschlossene Bonus, bezahlte Endermannschaft und ein neuer Dings, aber auch schlechter. Okay, dann machen wir weiter. Ja, wahrscheinlich steht hier auch nochmal einer, dann hätten wir, ja, da steht auch nochmal einer. Dann hätten wir den einen gar nicht machen brauchen. Egal. Sehr schön. Ja, das war's auch schon von dem Deck hier. Dann kommen wir endlich auf das Kommandodeck wieder. Eisenfaust, wir kommen. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir doch demnächst an der Brücke sein, denke ich. Ja, das sehen wir auch. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und Stufe 17. Wow. Also, ganz ehrlich gesagt, wow. Das heißt, wir haben ja eigentlich hier schon zwei Levels gemacht in dem heute, oder? Das geht echt wahnsinnig schnell hier mittlerweile. Ich guck mal, wer da ist. Ist das Eisenfaust? Nee, das ist Eisenfaust. Gehe ich jede Wette ein. Sie an. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Und das ist alles? Mehr sind nicht gekommen? Mehr sind nicht nötig? Gebt einfach auf, Eisenfaust. Ich will euch und euren Männern nicht wehtun müssen. Seltsame Sicht der Dinge. Ihr müsst schon etwas verrückt sein, einen solchen Kampf anzuzetteln. Ein bisschen. Vaporisieren wir diesen wertlosen Abschaum. Dann zurück an die Arbeit. So, ich glaube, das ist auch unser Boss, wenn ich mich recht erinnere. Ach, der ist ja schon fast wieder down. Hör nur zu. Tötet mich. Der ist ja fast down gewesen, bevor ich ihn angeschaut habe. Aber ein schöner Dings. Und ich habe noch nicht mal diese Kolto-Station gebraucht. Naja, finde ich ja cool. Erster Offizier Haken, habt ihr irgendwelche Reservefähren im Hangar? Reservefähren? Ja, haben wir. Aber... Das ist unsere einzige Chance. Ihr müsst auf Groß Moff Kilrans Schiff und den Fangstrahl ausschalten, damit wir entkommen können.
Okay, gerne. Wenn die Leute auf diesem Schiff nur so zu retten sind, dann tue ich es. Wir verlassen uns auf euch. Ich kenne Kriegsschiffe wie Kilrans. Die Fangstrahlsteuerung sollte leicht zu finden sein, wenn man weiß, wonach man sucht. Botschafterin, ihr seid mit dem Aufbau vertraut. Vielleicht solltet ihr mitfliegen und bei der Deaktivierung helfen. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Ich weiß nicht so recht. Andererseits, ich bin mir nicht so sicher. Eigentlich solltest du das nicht machen. Andererseits hat er eigentlich schon recht. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Es wäre gut, wenn ihr mitkommt, Botschafterin. Ich tue mein Bestes, um euch zur Seite zu stehen. Botschafterin, bevor ihr geht, nehmt euch eine Uniform. Schließlich sollen euch die Imperialen nicht erkennen. Das ist eine gute Idee. Guter Vorschlag, Commander. Danke. Dann wollen wir mal. Viel Glück da draußen. Wir alle zählen auf euch. Alles klar. Dann geht's jetzt zu dem anderen Schiff. Ah, ich erinnere mich, die Flashpoints sind eigentlich relativ lang. Da hätten wir... Eigentlich hätten wir das gar nicht anfangen sollen, weil da hätte ich die ersten 20 Minuten noch gebraucht gehabt, quasi, die wir nur auf der Station gewesen sind, um das Ding hier durchzuspielen. Das ist ein bisschen blöd. Weil wir haben eigentlich jetzt eine Stunde durch und eigentlich wollte ich nach einer Stunde hier fertig machen. Aber ich kann jetzt nicht mitten in diesen Flashpoint aufhören. Weil dann müsste ich alles nochmal komplett von vorne machen. Von daher machen wir einfach noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass es innerhalb von 20 Minuten dann fertig ist. Dass ich nicht zu sehr überziehe, aber schauen wir einfach mal. So, ich denke mal, wir müssen wieder zum Aufzug. Ja, genau. Und da müssen wir wahrscheinlich runter zu den Landefähren oder sowas, rüberzukommen. Hey, wartet eine Minute. Oh, okay. Ich muss mit euch sprechen, bevor ihr geht. Ich habe eben mit Salen aus dem Technikbereich gesprochen. Er hat mir erzählt, wozu euch Azara da unten bringen wollte. Danke, dass ihr sie aufgehalten habt. Ach, gerne doch. Sie tat nur, was sie tun musste, um das Schiff zu retten. Und sie hätte viele gute Leute umgebracht, wenn ihr sie nicht aufgehalten hättet. Danke. Hört zu, ich habe nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass dieser Plan funktioniert. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir alle sicher nach Hause kommen. Okay. Wir dürfen den Imperialen keinen Grund geben, uns zu verfolgen. Was schlagt ihr vor, Haken? Ich möchte, dass ihr Azara auf dem Schiff des Großmoffs zurücklasst. Da der Fangstrahl deaktiviert ist, können wir entkommen. Aber Kilran wird uns wieder aufspüren. Es sei denn, er hat seine Beute schon gefangen. Solange Azara auf diesem Schiff ist, sind alle an Bord in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es satt, unser aller Leben für diese Frau zu riskieren. Nee. Das machen wir definitiv nicht. Ich habe die Ingenieure nicht geopfert, um uns zu retten. Ich werde auch Azara nicht opfern. So sieht's aus. Denkt doch mal nach. Ich würde euch auch die Mühen vergelten, wenn es nach meinen Vorstellungen läuft. Geld ist aber nicht alles. Ihr brecht besser auf. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten. Viel Glück. Dann würden wir genau das machen, weswegen wir Azara eigentlich vorhin gescholten haben, dass das nicht geht. Nee. Das muss einen anderen Weg geben hier. Und es wird auch einen anderen Weg geben. So, ich denke, dann gehen wir auf die Fähre. Gehen wir mal aufs andere Schiff rüber. Schleichen uns ein. So, ich hoffe, ihr habt diesen geniale CGI-Animation, wie wir aufs andere Schiff geflogen sind, genossen. Moment, war da nicht was? Nee, da war nichts. Okay, wo müssen wir hin? Ich denke, wir müssen hier geradeaus. Und dann erledigen wir mal diese Gegner. Da vorne ist auch ein Elite. Und wir haben eine neue Bonusmission. Andererseits so viel XP, wie wir mittlerweile schon haben. Können wir da eigentlich auch durchgehen? Ja, so viel XP, wie wir mittlerweile haben, wir sind schon Stufe 17, ja, da kommen wir nicht durch, ist es eigentlich ziemlich egal, aber ja, trotzdem,
machen wir diese Bonusmission. Man kann nie genug XP haben, dann wird es später auch ein bisschen einfacher. Wobei, es war die ganze Zeit ja nicht besonders schwierig. So, jetzt noch den hier. Gut. Das plündern wir natürlich auch noch. Oh, und davon ist auch noch was zum Plündern. Das kommt auch noch mit. Es gibt wahrscheinlich auch nicht viel, aber auch Kleinvieh macht ja Mist. Bekanntlich. Das war sogar ziemlich wenig. 32 Credits. Egal. Wie ich schon sagte, auch Kleinvieh macht Mist. Weiter geht's. Da geht gleich die Tür auf. So, weiter geht's. Was ist denn das da? Gibt's da was zu sprengen? Nee. In dem Fall gab's tatsächlich nichts zu sprengen. Schon mal wieder erledigt. So, gibt's da was? Ah, guck mal. Das Hologramm von ihr. Ja, sie wird ziemlich gesucht, ja. Sehr schön. 4 Stück fehlen noch. Das ist nicht mehr so viel. Aber erstmal geht's aufs nächste Deck. Ich denke, auf dem nächsten Deck wird die Bonusmission auch noch zählen. Denke ich jedenfalls mal. Oder? Ja, natürlich zählt das. So, wenn ich mich recht erinnere, müsste es da hinten was geben zum Anschauen. Wenn ich mich zumindest recht erinnere. Hat noch nicht mal was Blaues übrig gelassen. Ja gut. Ja, hier gab's was. Ein Wissensobjekt. Ich wusste es doch noch. Essles war ich jetzt schon das ein oder andere Mal drin. So. Gut, was war das jetzt? Ja, da können wir was machen. Energiestationssteuerung, sehr schön. Da müssen wir ja auch hin. Nun, ich habe schon ein paar unglaubliche Dinge gesehen. Aber ihr seid wahrhaft Platz 1 auf der Liste. Dankeschön. Verzeiht, dass ich euch nicht persönlich begrüßen konnte. Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr vorbeikommen wollt. Stören wir euch bei irgendwas gerade? Wir können auch später wiederkommen. Wenn das ein schlechter Zeitpunkt ist, kommen wir später wieder. Oh nein, gar nicht. Ich versichere euch, ich bin auf euren Besuch gut vorbereitet. Meine Männer werden bald hier sein, um euch zu der von mir arrangierten Unterkunft zu begleiten. Ja, zu freundlich. Ich nehme an, hier beginnt der unterhaltsame Teil. Eisenfaust war weder die einzige Waffe in meinem Arsenal,
noch die tödlichste. Auf bald. Okay. Ciao. Wir werden uns noch sehen, denke ich. Oh, wichtige Personen. Großmorpher Kilran. Rissius Kilran ist kultiviert, gerissen, vollkommen skrupellos und möglicherweise der beste Marinestratege, den das Imperium je gekannt hat. Kilran wurde in eine wohlhabende Familie mit einer stolzen Vergangenheit beim Militär hineingeboren und erwies sich, was niemand überraschte, während der imperialen Übergriffe in den Bremer Sektor als fähiger Unterstützer der Sith. Als sein Sith-Vorgesetzter bei der Schlacht von Ort Ibana ums Leben kam, zeigte Kilran jedoch, dass er mehr war als nur ein guter taktischer Berater. Er übernahm selbst das Kommando über die geschwächte imperiale Flotte und führte sie zu einem schnellen, entscheidenden Sieg. In den darauffolgenden Jahren wuchs Kilrans Autorität ebenso schnell an wie die Liste seiner Erfolge, so dass die Sith und der Großmeister lernten, seine unorthodoxen Strategien zu respektieren. Seine brutalen, effizienten Angriffe während der letzten Tage des Krieges brachten ihn unter der republikanischen Zivilbevölkerung den Beinamen Schlechter von Coruscant ein. Ein Namen, den er mit typischer Ironie selbst übernahm. Und seiner heldenhaften Verteidigung gegen eine Entermannschaft der Jedi verdankte er seine Narben. Ah ja, nach Kriegsende wurde ihm in Anerkennung seiner Leistungen der Ehrentitel Großmoff verliehen. Alles klar, sehr schön. Teil 2 haben wir gerade, sehe ich da. 10 von 40 müssen wir jetzt killen. Oh, das sind auch nochmal welche. Gut, da haben wir noch einiges vor uns, denke ich. So, okay. Warum stand der? Stufe 18. Warum stehen die eigentlich hier nur noch rum? Ich glaube, das war gerade ein bisschen verbuggt, habe ich den Eindruck. Stufe 18, ich fasse es ja nicht. Das heißt, in dieser hier haben wir jetzt tatsächlich 3 Stufen gemacht. Ho, sowas von krass. War's das schon? Ja, das war's schon. Ich bin auch immer am Belegen, ob ich vielleicht das in 2 Folgen mache. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh. 31 von 40, ja. Doch, ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Neue Stiefel. Oh, schwere Rüstung und Moment. Telefon klingelt. Da bin ich wieder. Meine Frau hat gerade angerufen. Sie kommt ein bisschen später heim. Eine Vollsperrung auf der Straße. Das ist natürlich immer schön. Sie ist dementsprechend auch gerade gut gelaunt. Kann man ja auch nachvollziehen. So viel dazu jedenfalls. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Was sind das noch? 6 Stück fehlen noch. Okay. Und da haben wir gleich nochmal einen. Hat das gezählt? Ne, hat leider nicht gezählt. So. Sind auch noch 2 Stück, wo fehlen. Puh. Dann machen wir erstmal den hier. Ja,
Das ist der erste. Jetzt noch schnell der zweite, den zweiten machen. Und damit ist auch die Bonus Teil 2, also die Bonus Questreihe Teil 2 abgeschlossen. Hacke die Energiekonsole ist unser nächster Teil. Der ist, glaube ich, an der nächsten Ebene hier drin. Machen wir erstmal den hier noch fertig. So, und den da machen wir auch gleich noch. Und die machen wir noch und dann schauen wir mal auf... Was mache ich da eigentlich für einen Scheiß? Das war, hat sich, das hat sehr voll gebracht gerade. Okay, so, aber jetzt hat, schauen wir mal kurz auf der Karte. Das sind die Energie... Ach, ich glaube, das war tatsächlich so eine Quest, wo man zwei Leute gebraucht hat. Sonst hat man es nicht schaffen können. Weil man nicht schnell genug ist. Ah, da sind sie. Euch, meine Freunde, habe ich gesucht. So, dann schauen wir mal. Ah, du läufst auf meinen Loot rum. So, aber jetzt hat. Nee. So, ja, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, die zwei zu aktivieren. Das wäre ärgerlich, weil da schaltet man, glaube ich, einen Zwischenboss, also sowas frei. Und... Der hat, glaube ich, relativ guten Loot gehabt. Schöne Sachen gedroppt, wenn ich mich recht erinnere. Außerdem ist es halt eine Bonusmission, aber ja, erstmal erledigen wir die da drüben. Ich probiere es mal, ob wir es schaffen. Aber ich glaube, wir sind einfach nicht schnell genug, um beide Dinger zu machen. Da ist nämlich hier ein Schalter und den muss man innerhalb von, keine Ahnung, 3 Sekunden oder so, muss man den, glaube ich, drücken. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das, nicht so einfach ist zu machen. Wenn man gerade alleine ist. Das ist so eine Quest, wo man tatsächlich zwei Leute... Oh, da steht ja noch einer. Gebraucht hat. Ich meine, ist gut und schön. Finde ich auch gut, dass es so ist. War ärgerlich für uns ist es jetzt trotzdem, aber ich finde es trotzdem gut, dass es so ist. Wie gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal, ob es klappt, aber ich bezweifle es mal. So, Bonusziele werden aktualisiert. Oder sie haben es für die Story-Mission. Ah. Nein, sie haben es geändert. Also ich habe es in Erinnerung, dass man tatsächlich den und den drücken muss. Aber vielleicht haben sie es für die Story-Mission geändert gehabt. Das ist natürlich möglich. Ah, der nächste Bossgegner. Ich glaube, das war der zweite. Ich glaube, 3 Stück gibt es insgesamt. Ja, bleib mal stehen. Hey! Und Stufe 19. Nee. Im Ernst jetzt? Jen. Jetzt haben wir eine richtige Jedi-Robe. Boah, das sieht ja auch irgendwie fett aus, wenn man hier mal... Mit dem roten Augen und allem. Ja, ziemlich cool. So, dann machen wir mal das Teil hier. Genau da drüben ist diese nächste Bonusmission, die wir freigeschaltet haben. Aber wir machen erstmal dem hier. Ich glaube, das hat keinen Unterschied gemacht, ob man das zuerst gemacht hat oder nicht.
Ich hoffe, ihr bemerkt, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig Auswahl. So. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Jodel, ne? Ich glaube, einen Boss haben wir noch. Also den Zwischenboss. Den hier. Den haben wir auch gerade freigeschaltet. Den haben wir auf jeden Fall noch. War einfach. Was hat er denn Schönes für uns? Ein Fokus. Das interessiert uns jetzt nicht wirklich. Ja, und da kann man ja raus. Naja, gut. War halt so. Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt nur noch einen Boss zu erledigen. Und dann war es das auch. Dann noch die Schlusssequenz quasi. Und dann haben wir es geschafft. Ich hätte es vielleicht wirklich nicht jetzt machen sollen, aber es hat sich gerade so angeboten gehabt. Ansonsten hätten wir es irgendwann später machen müssen. Das wäre storytechnisch nicht so gut gewesen. Aber ja, so langsam jetzt bei mir zeitkritisch, zeittechnisch ein bisschen eng. Aber na gut, wir kriegen das trotzdem noch hin. In der Inhaftierungsebene. Wir flehen natürlich über die Inhaftierungsebene. Oh, das fällt mir ein, wie das genau gewesen ist. Kommen da welche? Ja. Ich wollte eigentlich das ja machen. Ach, irgendwie habe ich das nicht richtig gedrückt gekriegt. Egal. Dann erledigen wir es halt per Hand. Auch recht. Auch recht. So. Noch ein paar. Die sollten wir vielleicht noch machen. Dann schau ich mal. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob da hinten noch irgendwie was gewesen ist. Ui. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ob da hinten irgendwas gewesen ist. Oh, das ist ja schlechter als das, was wir haben. So, war da irgendetwas? Versteckt? Nee. Nee, sieht nicht danach aus. Na gut, also dann weiter. So, jetzt geht's weiter. Erledigen den hier noch. Also ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass ich das Ganze hier in, zwei Folgen unterbringen werde. Und nicht in einer, wie bisher gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das so mache. Die einzige Frage, die sich gerade mir dabei stellt, ist, wann ich diese Folgen bringe. Bringe ich die jetzt an einem Tag, dass ich die eine Folge wie immer um 17 Uhr bringe und die andere Folge dann um 19 Uhr. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil das ja quasi eine Sonderfolge jetzt ist, was wir da machen. Ich möchte nichts Drastisches tun. Gebt auf. Sofort. Nee, das machen wir nicht. Ja, oder ob wir das dann so machen. Dass wir das dann so machen, dass wir beide Folgen, also die eine am Sonntag und die andere Folge dann am nächsten Sonntag machen. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich die zwei Folgen. Eine Folge um 17 Uhr und die andere Folge dann um 19 Uhr. Uack, uack. Ja, da bin ich, glaube ich, auch schon mal gestorben, als ich darunter gestürzt bin. So. Wie gesagt, ich glaube, ich mache das 17 und 19 Uhr, dass ich zwei Folgen an einen Tag rausbringe. Einfach, weil es einfach eine zu große Folge ist und eine Bonusfolge jetzt quasi ist.
dass ich die eigentlich an einem Tag rum schaffen will. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ja, Schwätzer. Also bisher ist irgendwie da noch nie was richtig passiert. Du schwätzt nur, dass du was machen willst und was passiert. Gar nichts. Nee, überhaupt nichts passiert. Einer da? Nein, keiner da. Nirgends mehr einer da. Gut, dann lasst uns mal aufbrechen. Ah, wir sind wieder am Anfang. Das ist da, wo wir vorher nicht, wo wir nicht durchgekommen sind. Das heißt, wir sind fast wieder am Shuttle. Gut. So. Wenn ich mich recht erinnere, kommt jetzt auch gleich der letzte Boss. Sieht nicht gut aus. Nein, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ein Thys. Hexer hätte ich gesagt oder sowas. Oder Thys-Krieger. Je nachdem. Eins von beiden. Unser erster Kampf gegen einen richtigen Sith. Ausgebildeten Sith. Seid gegrüßt. Endlich. Ein echter lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Dazu kann man nur eins sagen. Hallo. Ich werde nicht kämpfen, wenn ihr mich nicht dazu zwingt. Armselige Worte. Verschwendet nicht euren letzten Atem an ihnen. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Ja, wir sind aber kein Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Wird aber nicht passieren, mein Freund. Versuchen wir, den zu bekehren? Ich glaube, das probieren wir mal, aber wird leider nicht klappen, aber wir probieren es trotzdem mal. Wendet euch von der dunklen Seite ab. Helft uns, die Leben Unschuldiger zu retten. Diejenigen, die nicht stark genug sind, durch ihre eigene Hand zu überleben, verdienen den Tod. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Na gut, dann... Na zu, quatscht weiter. Nee, wer lasst mir keine Wahl. Ich hatte gehofft, ihr würdet diesem Wahnsinn den Rücken kehren. Ich hatte auf einen Jedi gehofft, der eine echte Herausforderung ist. Na, du hast noch nicht gekämpft gegen uns. So. Die anderen sind alle schon weg. Und du bist auch schon fast wieder weg. Und wir haben noch keine große HP verloren. Nö, das war keine große Herausforderung. Ja, wo ist er? Die Batterien unseres Haupttubulators auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde nur noch schwebende Türme sein. Ah, ein Geschenk, ein Dings. Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Das da ist auf jeden Fall gut. Das kommt mit. Hoppala. Tja, dann wollen wir doch mal weitergehen. Lebt sie noch oder ist sie tot? Na los, ab in die Fähren. Wir müssen uns beeilen. Sie lebt noch. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Los geht's oder wir müssen reden, Asara. Ich würde sagen, los geht's. Ich weiß allerdings jetzt, ich weiß noch, dass wir müssen reden, Asara. Da konnten wir nochmal mit ihr reden und ihr sogar von dem Verrat vom Captain erzählen. Also, dass er sie hier lassen will. Das heißt nämlich nicht, dass wir sie dann schon dort lassen, aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt einfach gleich los, ohne große Worte zu verlieren. Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los! Wie gesagt, das konnte man auch so machen. Man musste nicht direkt das hier machen. Kompromissloser freigeschaltet Titel. Okay. Dann los geht's. Zurück zum Schiff. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zur Brücke zurück. Ja, da läuft auch schon die Botschafterin. Der folgen wir mal. Können wir eigentlich nicht diese Kapuze abblenden? Nee, das geht leider nicht. Schade. Ich brauche ein anderes Teil. Ich mag diese Kapuzendinger nicht so richtig. Auch wenn es irgendwie cool ist, aber auf die Dauer gefällt mir das nicht so richtig. Ah, früher oder später kommt es schon. Dass wir wieder ein anderes Teil haben. Das geht schon. Ah, so. Und wo ist er? Da vorne ist er. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden von hier. Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los. Yay. Und da hauen wir ab. Und ich würde sagen, wir haben es auch geschafft. Ja, Kilran wird sich da schwatz und dumm und dämlich regen. Wir sind sicher, das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Wir alle verdanken euch unser Leben. Im Namen der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Esselis. Danke. Keine Ursache. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Ich brauche keine Belohnung. Brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Bitte behaltet die Credits. Ihr werdet sie dringender brauchen als ich. Das ist sehr großzügig von euch. Ich danke euch sehr. Tja, hätten wir ihr erzählt, was es einen Verrat gegeben hat, hätte es jetzt, glaube ich, eine andere Gesprächsthematik noch gegeben. Botschafterin Asara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist. Dann hätte sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, anders reagiert. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Die Jedi sind immer da, wenn jemand in Not ist. So sieht's aus. Die Republik kann froh sein, auf euren Orden zählen zu können. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Ich glaube, der wird auch wirklich nochmal auftauchen. Ich glaube, in einem anderen Flashpoint. Klingt, als sollte ich ab sofort lieber wachsam sein. Das wäre weise. Es gibt nichts, wozu Kilran nicht fähig wäre. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals und viel Glück für die Zukunft. Ja, auch vielen Dank. So. Wir können jetzt einfach das Ding hier abschließen und wir können Kurs nach Coruscant wieder aufnehmen. Nein, ich fliege erstmal wieder zur Raumstation zurück und danach nach Coruscant. Weil dann kann ich nämlich auf der Raumstation nochmal meine Sachen auf der Bank genau anschauen. Um mir anschauen, was Sache ist. Normalerweise würden wir jetzt zu Coruscant fliegen. Aber wie gesagt, ich will mir zwischen den Folgen nochmal anschauen, was wir da genau haben. Und dann können wir auch gleich noch zum Ausbilder gehen, wenn wir schon da sind. Aber das machen wir dann nicht mehr heute. Wir haben mit
einer Stunde 30 oder eine Stunde 35 schon. Oh, was haben wir da? Transformator. Erhöht deine Freischaltungsmenge für diese Detonation. Okay, interessant. Und Stufe 20. Das heißt, wir können Gratis-Spieler erhalten ab Stufe 20 langsame Erfahrung und tapferer. Ja, okay. Erfahrungsreduzierung. Ja, okay. Das ist, wir sind Stufe 20. Das war jetzt Stufe 10. Das sind 10 Stufen schon höher. Das passt schon. Ja, dann können wir alles noch lernen. Sachen verkaufen. Ja, und so Zeug machen. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Entschuldigung. Vielen Dank fürs Anschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es jetzt eine wirklich lange Folge war. Oder auf jeden Fall 2 Folgen jetzt gewesen sind. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.